Der Tod von Musiker und Star-DJ Tim Bergling alias Avicii am 20. April erschüttert die ganze Welt. Jetzt wird bekannt, dass sich Tim Bergling womöglich mit einer Glasscheibe so schwer verletzt, dass er verblutet sei. Vorher zerschlägt er eine Weinflasche, dessen Scherbe ihn schlussendlich tödlich verletzt. Mit dieser habe er sich entweder die Pulsadern aufgeschnitten oder eine tödliche Wunde am Hals zugefügt. Er ist ein Ausnahmetalent in der Musikbranche. Seine Songs werden auf der ganzen Welt gehört. Er gewinnt unzählige Preise, wie den Grammy für den Künstler des Jahres und einige MTV Europe Music Awards. Der Musiker verstirbt am Freitag, den 20. April, in seinem Urlaub im Oman. Mit nur 28 Jahren muss er sein Leben geben und bestürzt somit seine Familie, Freunde und Fans auf der ganzen Welt. Nun kommen weitere Details ans Tageslicht. Aviciis Familie habe während seines Urlaubs mit ihm telefoniert und sich daraufhin um den geistigen Zustand des Ausnahmekünstlers gesorgt. Sein Bruder fliegt daraufhin sofort in den Oman, um ihn nach Hause zu holen. Doch er kommt um ein paar Stunden zu spät. In einer Dokumentation über den DJ, die bereits einige Monate vor seinem Tod veröffentlicht wird, spricht Avicii offen über seine psychischen Probleme. Das junge Talent leidet offenbar an Angstzuständen und Panikattacken. Ständig von seinem Management unter Druck gesetzt, weitere Shows zu spielen, steht der Schwede unter konstantem Stress. Da Avicii bis zum Schluss an neuen Hits arbeitet, werden nun Gerüchte über ein posthumes Album laut. Allein seine Erfolgssongs stürmen nach seinem Tod erneut die Chartspitze. Für seinen besten Freund Sean Erickson ist klar, dass Avicii durch seinen frühen Tod endlich Frieden findet. Das Wort, auf das er immer wieder zurückkommt, ist Ruhe, erklärt Aviciis Freund auf seinem Instagram-Profil. Passend zu seinen Worten postet er ein Bild des Verstorbenen, wie er zu Lebzeiten in einem grünen Wald friedlich zum Himmel hinaufsieht. Sean schreibt weiter: Ich weiß, du bist jetzt an einem besseren Ort und lächelst hinunter.